Leute, im Moment geht ja alles sehr fix bei Werder in dieser Transferphase. Alejandro Galvez ist weg und der Ersatzmann ist schon da. Lamine Sané ist unser Neubremer in der Innenverteidigung und er bringt auch wieder so ein bisschen Länge mit. Ja, ihr Schelme, auch wenn es in der letzten Folge um Kruse ging, ihr wisst genau, was ich meine. Denn knapp über 1,90 ist der Senegalese groß, was im defensiven Luftzweikampf sicherlich kein Nachteil sein wird. Die meisten von euch kennen vielleicht seinen Bruder oder wahrscheinlich eher seinen Bruder Salif Sané von Hannover 96. Zumindest ist er da noch unter Vertrag, aber auch da kann noch viel passieren. Egal, hier geht es um unseren Sané, der mit 29 Jahren jetzt nochmal eine neue Herausforderung sucht und das ist Bremen. Man muss aber auch sagen, dass er sich vielleicht auch suchen muss. Denn obwohl er seit 2008 in Bordeaux war, dort wirklich jahrelang eine feste Größe war, auch Kapitän war, hat man sich dann am Ende, zumindest heißt es offiziell so, in beidseitigem Einverständnis, in beidseitigem Einvernehmen getrennt. Und nur so konnte auch dieser ablösefreie Wechsel zu Werder zustande kommen. Man darf hier also auch zwei Dinge nicht außer Acht lassen. Also es gab halt definitiv auch Querelen innerhalb des Vereins. Differenzen zwischen ihm und seinem Ex-Trainer, das war damals Willy Sagnol, als er auch öffentlich die taktischen Defizite des Teams angeprangert hat, als Bordeaux in einer wirklich schwierigen Situation in der Saison war. Dazu kommen dann noch die Knieprobleme, die er eine ganze Weile da hatte, mit denen er sich auch schon eine ganze Weile herumplagt und weshalb er auch in Bremen erstmal nicht direkt ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aber er ist auch einer dieser Spieler, die jetzt einfach für Werder wirklich in alle Richtungen einschlagen können. Zum Beispiel könnte er ja wirklich an seine gute Bordeaux-Zeit anknüpfen und ein echter Stabilisator da bei uns in der Abwehr hinten drin werden. Er ist groß, robust und zweikampfstark. In Bordeaux wurde vor allen Dingen seine Spieleröffnung gelobt, also er bringt wirklich viel mit, was man braucht. Er könnte quasi so ein zweiter Papi werden. Aber durch die mangelnde Spielpraxis, den späteren Einstieg in das Mannschaftstraining eines Vereins in einem vollkommen neuen Land und auch den ungewissen Gesundheitszustand könnte es natürlich auch ins andere Extrem ausschlagen. Heißt, kann natürlich auch schief gehen. Allerdings macht Werder ablösefrei vielleicht nicht viel falsch. Denn es ist definitiv ein Spieler, der schon durchaus für Qualität stehen kann. Insgesamt glaube ich aber, dass wir jetzt vier Abwehrspieler haben, vier Innenverteidiger vor allen Dingen, die wirklich auf Augenhöhe jetzt in diesem Stadium der Saison agieren, wirklich am Anfang um die Plätze streiten, sich innerhalb der ersten Wochen herauskristallisieren wird, wer wird sich durchsetzen, wer ist vielleicht doch ein Flop, wer überrascht vielleicht sogar ein bisschen mehr als andere. Und deshalb bin ich auch durchaus positiv gestimmt, was den Saisonstart angeht. Und positiv heißt jetzt nicht, dass ich glaube, wir mischen jetzt vollkommen wieder in den Kampf um Europa mit, aber positiv im Sinne dessen, dass ich glaube, dass wir doch eine relativ ruhige Saison verleben könnten im Vergleich zum letzten Jahr. Leute, das war das Video zu Sané. Noch was, danke für die 2000 Abos, wahnsinnig geil, es sind sogar schon über 2100 und ich hatte ja ein Special-Video versprochen, das kommt. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle Fragen beantworte, es kamen tatsächlich mehr Fragen, als ich gedacht habe. Ich versuche mit bestem oder nach bestem Gewissen viel zu beantworten. Ich hoffe, ihr freut euch auf Special, auf die nächsten Runden, auf Sané. Bis zum nächsten Mal, adios und ciao.